Willkommen zurück zur Kehre mit Werder Bremen. Es sind schwierige Wochen momentan. Das Team hat Auf und Abs. In der Liga geht es hoch und runter. Die Bayern ziehen davon. Ein einziger Lichtblick war das letzte Spiel, wo wir mal wieder eine gute Leistung irgendwo hatten und haben gegen Union Berlin gewonnen. Vielen Dank, dass ich spielen durfte. Mach weiter so. Ja, es ist schwierig. Es ist echt schwierig. Es fühlt sich momentan noch echt nicht gut an. Werder ist irgendwie, ja, in einer kleinen Formkrise. Was sind das hier alles für Sachen? Ach, ich hatte Spieler gehostet, hätte ich beinahe gesagt. Gehostet, natürlich habe ich die gehostet. Gescoutet. Mal sehen, ob da welche dabei sind für die nächste Saison. Jetzt müssen wir uns erstmal wieder durch den Kalender skippen, wie es aussieht. Ja, ich will hoffen, dass wir irgendwie aus diesem tiefen Tal der schlechten Leistung wieder rauskommen. Jetzt geht's auch noch gegen Leipzig. Ach du shitty Scheiße. Das ist natürlich für die Bayern richtig gut, dass jetzt die Hauptkonkurrenten, wir und Leipzig, jetzt aufeinandertreffen. Wenn die natürlich ihr Spiel gewinnen, dann, ja, dann kann man sich ja noch deutlicher absetzen. Und Bayern schafft nur ein Unentschieden. Ein Punkt ist nur dazugekommen. Dortmund schiebt sich auf Platz 2, aber das ja, können sowohl wir als auch die Leipziger auf jeden Fall jetzt wieder ändern. Wir gucken mal eben auf die... Sie spielen nach wie vor besser als alle erwartet haben und ein Platz in der oberen Hälfte ist möglich. Ist ihr Team gut genug, um weiter solche Leistungen zu zeigen? Versuchen müssen wir es. Ja, wir müssen es versuchen, das ist klar. Wir sind eine junge Mannschaft und haben auch da setzen viel auf Risiko mit den jungen Spielern. Ja, Leipzig ist das bessere Team. Die Jungs werden gut spielen. Glauben Sie, Sie können das nächste Spiel verlieren? Ja. Die Jungs werden eine gute Leistung zeigen, so wie immer. Wir haben... Ah, okay, gut. Im letzten Spiel hatten sie keine Probleme und haben am Ende 3 Tore erzielt. Ich glaube, das wird diesmal nicht so sein. Gewinnen sie erneut gegen RB Leipzig... Vielleicht haben sie es drauf. Es hängt davon ab, ob sie im letzten Spiel gelernt haben. Wir wissen auf jeden Fall, wo ihre Schwächen sind. Tja. Wissen wir es? Fragezeichen. Wir müssen auf jeden Fall jetzt mal gucken, dass wir das Team umstellen, wenn es denn notwendig ist. Vranch. Demir. Darami. Ich glaube, ich würde mal wieder Darami reinbringen. Auch wenn er jetzt da ein bisschen Punkte abgezogen kriegt. Fernandes vielleicht, rechte Flanke für Bittencourt. Dann haben wir da unsere Rockets da auf den Flügeln. Silva ist mit dabei, Bakker steht auch rum. Kana, Defensive 70. Bomat, Defensive 65. Perea, Defensive 67. Vranch, 57. Tja, brauchen eigentlich einen guten Defensivspieler. Vielleicht versuchen wir es dann nochmal mit Möwald auf der Position. Und dann spielen wir jetzt einfach. Wir müssen gewinnen, wir wollen gewinnen. Ich hoffe, dass wir diese Leichtigkeit der ersten Spiele wieder letztendlich zeigen können, dass auch er vielleicht heute trifft. 30 Tore hat er schon gemacht. Wir haben uns so viel in den ersten Spielen auch schon aufgebaut in dieser Saison. Sonst wären wir nicht da, wo wir jetzt sind. Und jetzt, wo es auf der Zielgerade ist, dürfen wir jetzt eigentlich nicht einbrechen. Ich meine, es ist ja bei jeder Top-Mannschaft durchaus ist ja so, dass man mal eine Phase hat, wo es nicht so läuft. Und genau der stecken wir jetzt drin. Es wäre bitter, wenn wir jetzt weiter abrutschen. Meistertitel, ich glaube, das wäre... Wenn man sieht, wie Bayern jetzt den Vorsprung hat, ich glaube, da sollten wir, das ist ganz minimal, dass wir das schaffen. Ich würde mich auf dem Platz 2 bis 4 würde ich mich echt freuen. Das wäre echt schon super, super Leistung für das Team. Und dann können wir gestärkt in die nächste Saison gehen, haben dann auch, denke ich mal, gute finanzielle Mittel, um weitere gute Spieler zu holen. So, müssen wir mal gucken. Ach Mann, ich verdrück mich da immer. Es tut mir leid. Ich habe mich schon wieder verdrückt. Mann, jetzt mit da. So. So. Darami.
Wir können auch mal wieder zaubern. Schwertzorn auf. Wagnumann. Ah, keiner da. Außer Forsberg im Zentrum. Ich will jetzt eigentlich mal Zugriff haben hier. Williams. Wang Shang, Forsberg. So einfach lassen wir uns aber jetzt hier nicht ausspielen. Hoffe ich zumindest. Oh! Tja. Und dann ist es passiert. Easy going, würde ich mal sagen, für die Leipziger. Den hatte Pavlenka dann wohl irgendwie nicht so richtig fest in den Händen. Wir gucken mal. Okay, der war da gar nicht dran. Tja, und dann ist Williams da und köpft den Ball ein. Macht hier sein 13. Tor. Iñaki Williams auf jeden Fall für die Leipziger auch ein Garant dafür, dass man da steht, wo man jetzt steht. Tja, und wir sind wieder in der Situation, dass wir sehr unglücklich in unsere Partie starten. Mittelfeld ist dicht. Darami. Schön auf Sargent. Sargent, jetzt macht das Tor. Oh. Und gibt Abstoß. Ja, kein Auftrag nach Mars, aber auch damit musste man irgendwie rechnen. Gerade jetzt nach den letzten Wochen mussten wir damit rechnen, dass wir hier leider zurückliegen werden. Haidara. Weiterhin Einwurf für die Leipziger. Haidara. Hat da viel Platz auf dem Flügel. Mit höchster Not kann Werder da jetzt noch was ändern. Schön gespielt. Auf Joelson. Und der macht den Ausgleich. Schönes Umschaltspiel. Und Joelson zahlt das zurück, dass wir ihn hier in die Startformation geholt haben. Da hat er seine Schnelligkeit ausgepackt. Und bleibt dann eiskalt vor Gulaschi. Den muss man auch erstmal letztendlich überwinden. Schöne Vorarbeit hier von Wagnermann. Schön in den Lauf. Und dann bleibt Joelson, Fernandes, eiskalt, haut den Ball an Gulaschi vorbei. Wichtig, ganz wichtig, dass wir hier in der 16. Minute auch schon gleich wieder den Ausgleich machen. Ich glaube, das muss auch der Weg sein, dass wir über die Flügel schnell kommen. Zumindest unser Spiel auch so ausgelegt. Weil hier im Zentrum haben wir, glaube ich, wenig Chancen, an den Ball zu kommen. Ich versuche zwar immer hier mit Grätschen, aber guck dir das an. Es passiert aber nichts. Kein Zugriff. Grätschen uns eher selber um. Wie ich da alles weggrätsche, ey. Und schon sind sie im Zentrum. Und das gibt jetzt Freistoß. Wahrscheinlich sogar gelb. Na komm. Gelbe Karte für Cossonon. Ja, okay, siehst du, du kannst halt auch nicht. Oh, Alter. Da kann ich von Glück reden, dass es nicht rot gab. Jetzt vielleicht ein direkter Freistoß. Ich würde es mal nicht hoffen. Oh. Gut gemacht von Pavlenka. Wieder Williams? Was ein wuchtiger Schuss. So, Leute. Concentration. Schön gemacht. Oh, Dreadson. Jawohl! Oh, da muss ich den Atem anhalten, ey. Den Atem habe ich angehalten, ey. Meine Güte, ey. Schönes Tor von Sargent. Werder dreht hier das Spiel. 0-1 zurückgelegen.
Hier sehen wir es mal schön, die Vorarbeit von Jelson. Der Schuss kam nicht gut an. Schön geblockt eigentlich in dem Moment. Und dann ist Sargent da, nimmt den Ball auf. Und wieder ist Gulashi überwunden. Oh, Spiel gedreht, das ist ganz wichtig. Das bringt auf jeden Fall schon mal ein bisschen Motivation wieder zurück. Dass man so sich nicht schocken lässt. Aber wir haben natürlich noch eine Menge Spielzeit auf der Uhr. Das war hier auf jeden Fall noch nicht der Schlusspunkt. Gerade wenn die Leipziger auch so durch unsere Abwehr kommen wie bisher. Oh, das könnte auch wieder eine Karte geben. Ich spiele einfach zu brutal. So blöd das klingt. Oh, gefährlich. Und da ist der Ball weg. Shit. Olmo muss aufpassen. Kosunu ist gelb vorbelastet. Warum geht jetzt Müller nicht ran, Mann? Oh. Da kriege ich einen Hustenanfall. Wo gibt es jetzt gelb? Ja. Absolut verdient. Ich muss mich jetzt ein bisschen runterpegeln. Darami. Und. Oh, ich dachte, das wäre ein Tor. Was ist denn da jetzt schiefgelaufen? Aber das kann ich... Ah, okay. Flacher Wutschuss, aber leider dann auch neben das Torschuss. Romagnoli. Einfach eine Drehung und schon sind zwei Spieler ausgespielt. Haidara. Wieder eine Drehung. Eggestein muss auch aufpassen. Kusino geht ran, obwohl er gelb belastet ist. Schön geblockt. Leider brotlose Kunst. Da der Ball trotzdem bei Haidara ist. Der wird auch zu seiner Flanke kommen, wie es aussieht. Keine Chance hier irgendwie mal was zu machen. Jetzt gibt es Freistoß und wahrscheinlich auch gelb. Alter, es kann doch nicht sein, dass wir hier nur die Spieler umklöppeln müssen, ey, dass wir an den Ball kommen. Meine Fräse, ey, das hagelt. Also wenn ich das Spiel mit 10 Spielern, mit 11 Spielern beende, dann bin ich echt stolz. Oh. Oh, das kann nicht angehen, dass dieser Scheißball nicht rauskommt, ey. Oh, Werner, was ist denn mit deiner Abwehr los? Guck dir die Kacke an. Oh, haben sie natürlich schön gespielt, ne? Das muss man natürlich fairer halber gestehen. Das haben wir auch echt blöd verteidigt. So, also alles wieder offen. Schön gespielt. Das Sargent. Aber ihr habt momentan einfach kein Glück. Das wäre nochmal eine schöne Aktion gewesen, aber so geht es erstmal mit einem 2:2. In die Kabinen. So, jetzt müssen wir... Oh, guck dir mal an, was da unten alles los ist, ey. Tja, wen wechseln wir aus? Jetzt haben wir natürlich keinen Defensivspieler mit, außer jetzt Bakker. Tja, ich glaube, ich muss es mit Bakker probieren, würde ich mal sagen. Ja, auf geht's, Leute. Zweite Halbzeit läuft und wir müssen es jetzt einfach packen. So, wir machen jetzt Offensive. Vorsicht, Ecke. Ja, guck mal, das ist kein Zugriff hier. Darami, guck mal, er muss den Spieler umsensen, damit wir an den Ball kommen.
Und unser Pass bleibt natürlich hängen, war ja klar. Und da ist wieder, ist das Quan? Boah, guckt euch das an, kein Abseits. Und gibt Einwurf. Also wir können uns da echt momentan nicht befreuen. Das ist echt nicht gut. Wenn es so weitergeht, dann klingelt es gleich bei uns. Möwald. Legt raus auf Rashica. Der ist schnell. Aber der Schwitz. Der Winkel ist zu spitz, wollte ich gerade sagen. Einwurf für Werder. Wechsel jetzt. Jawohl! Oh! Meine Güte, ey! Endlich trifft Sargent auch wieder. Und ganz wichtige Tore, das ist das Wichtige. Da habe ich schon gedacht, da habe ich es verkackt. Und dann schön endlich mal, wie wir es von den ersten Spielen gewohnt sind, ist er im Zentrum alleine und kann den Ball dann an den kurzen Pfosten vorbei ins Tor reinspitzeln. 3:2, also Spiel wieder auf uns gedreht. Boah, guck dir das an. Haidara, gehen Bakker. Bakker macht das hier gut. Wieder schön. Hoffentlich kein Abseits. Es ist doch Abseits. Kacke. Aber das muss echt ganz knapp gewesen sein. Das muss wirklich diesmal ganz knapp gewesen sein. So, wir müssen jetzt nochmal wechseln. Wahrscheinlich kommen wir auch nicht drum hin, jetzt Eggestein rauszunehmen, was ich eigentlich nicht gerne mache. Oder ich bringe, wen haben wir denn noch? Kana. Der kann auch Innenverteidigung spielen. Das ist gut. Dann bringen wir den mal dahin. Und vorne. Bin mir nicht sicher. Darami war jetzt auch nicht so der Überflieger. Dann bringen wir nochmal dem hier. Das war's. Jetzt sind wir mit unserem Auswechsel-Latein am Ende. Ein bisschen die gelb gefährdeten Spieler aussortiert. Und vielleicht jetzt noch Unterschiedsspieler gebracht. Leimer. So, schön von Wagnermann. Das muss auch mal drin sein. Chuck Wütze. Wer ist denn Chuck Wütze? Ja, schön. Gehen's aus mit dem Ball. Perfekt. So, jetzt geht Forsberg raus. Dafür kommen Sörlo, glaube ich. Oh, Leute, schenkt doch den Ball nicht einfach so her. Angelino. Oh, Pavlenka. Sehr, sehr gut. Ganz wichtig. Die Ecke müssen wir jetzt hier parieren. Oh, nicht gut. Oh, Eggestein. Dass der überhaupt noch laufen kann. Oh, schöner Pass. Kein Abseits. Spiel rüber. Jawohl. Oh. Dem hier macht hier sein Joker-Tor. Ganz wichtig. 4:2. Ich sage in dieser Folge extrem immer ganz wichtig, weil es einfach ganz wichtig ist. Direkter Konkurrent. Hier sehen wir es nochmal. Ich habe mir gedacht, ich spiele den wirklich, dem Verteidiger den Ball jetzt in die Füße. Aber Gott sei Dank alles gut gegangen. Und dann kam es aber auch an, wie die Hummeln auf den Honig. Guckt euch das an. Da hatte Demir echt nur 2-3 Millisekunden Zeit und hat zum Schuss ausgeholt. Gott sei Dank. Alles gut. Oh, das war hoffentlich die Vorentscheidung. Noch ist alles drin. Noch kann Leipzig hier alles ummünzen. Wir wissen ja, wovon wir reden. Wir haben ja auch schon Spiele gehabt, die am Ende dann 3:4 geendet haben und eigentlich noch
leichte Vorteile bei uns waren. Na, das war jetzt nicht gut abgestimmt. Gulaschi. Pausen. Was war denn das? Oh, ich bin voll konzentriert, ey. Weil es so wichtig ist. Ich sag immer wichtig. Oh, vielleicht könnt ihr mal reinschreiben, wann ich immer wichtig sage. Oder wie oft ich wichtig in dieser Folge sage. Das wäre mir sehr wichtig. Oh nein! Oh! Oh! Wichtig! Sage ich auch extra immer wichtig, weil das wichtig ist. So. Wer das spielt schon auf Zeit, so wie es aussieht. Schön. Demir. Könnt's alleine machen, macht's auch alleine. Da ist noch jemand anders, der auch schnell ist. Und Gulaschi nimmt den Ball dann einfach auf. Da war mehr drin, aber tja, es ist immer so. So, eigentlich müsste Leipzig jetzt auch mal irgendwann aufmachen. Oh, ich hasse es so. Immer dieses Angetäusche. Oh. Und trotzdem ist Antrenino vorbei. Oh, keine Karte, Gott sei Dank. Ball gespielt von Toprak. Obwohl der halbe Kadaver noch von Paulsen, glaube ich, dran hing. Oh, ich hasse dieses Dribbeln, Leute. Warum dribbelt ihr denn so? Na, zumindest spielt sich da alles irgendwie ab. Natürlich nicht so richtig gut. Oh Mann, jetzt hatte ich mal den Ball, jetzt schieße ich ihn einfach ins Aus. Und nochmal Angriff und Kana haut den Ball ins Aus. Es ist nicht schön anzusehen, aber das ist jetzt wirklich Schadensbegrenzung irgendwo. Pausen. Oh, dieses Gedribble. Oh, und in der Tat noch das 3 zu 4. Scheißendreck. 3 zu 4. Was sagte ich noch? Wir kennen solche Spiele, die 3 zu 4 enden. Jetzt wird es doch nochmal spannend. 90. Minute. So, wir spielen jetzt auf Ball halten. Das ist mir jetzt egal. Wer da muss es geschickt machen. Warten wir mal an. Schön gesehen auf Jelson. Oh. Beinahe hier noch das Tor. Jetzt, das war's. Oh, Gott sei Dank. Spiel ist zu Ende. Werder gewinnt hier 4 zu 3. Also, das waren auf jeden Fall mal wieder viele Tore. Und wir gewinnen ganz wichtiges Spiel. Ganz wichtig. Ein super importantes Spiel für uns. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne einen Kommentar da und bleibt am Ball, wie wir uns hoffentlich wieder auf die Siegesstraße zurückfighten. Ja, bis zum nächsten Mal, würde ich da mal sagen. Und ja, ciao.